So, willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. In der letzten Folge hatten wir ja in unserem Sägewerk die Stämme von Oliver in Bretter gesägt, zum großen Teil. Und mit den Brettern will ich jetzt die Sommerhäuser für den Investor fertigstellen. Deshalb steht ja LKW mit den ganzen Paletten da schon mal rum. Alles eigene Bretter hier. Ups, das war eine Wand. Ich wollte da erstmal einen Boden machen. Zack. Erstmal die in Bretter verlegen. Macht ja Sinn, wenn man ein Haus von unten beginnt, dass man nicht direkt mit dem Dach loslegt, ist klar. Hopp. Na komm. So, steht. Und jetzt Wände. Eine Tür. Da noch ein Brett dran. So, Bretter alle. Nächste Palette. Na. Nicht einsteigen. Oh Gott, was ist passiert mit dem LKW? Hilf. Hilfe. Aussteigen. So, jetzt. Gut, dann laden wir halt die Bretter ab. So. Warum leicht, wenn es auch schwer geht? Hopp. So, schönes Fenster rein. Das ist schon Dach. Ja. So gut, dann mal das Dach. Alles ohne Leiter. Ba 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 ralala, lala. Gott, ich krieg nen
krummen Buckel und einen steifen Hals. So, über Kopf arbeiten. Gott, ich würde sagen... Nein, hier fehlt noch ein Brett. Sieht doch schon ganz schick aus. Ah, nächste Hütte. Diesmal mussten wir nicht abladen. Auch schön. So, wieder erstmal die Dielen. Zap, zarab. Also ich gehe davon aus, dass ich jetzt die letzten zwei Hütten bequem fertig bekomme mit dem Holz hier. Unsere eigenen Bretter. Da eine Tür. So, 8 Bretter noch, 6, 4, 2. Na, da oben. Nächste Wand steht. Gut, Dach. Und weiter. Oh, hier fehlt noch eins. Oh. Da. Fertig oder nicht? Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Letzte Hütte.
wenn ich mich nicht verzählt habe. Holz, alle. Zack. Blups. Palups. War schon die Tür, die wollte ich doch nicht. Ah, komm. Keine Müdigkeit vortäuschen. Fenster, Wand fertig. Ab. Schade. So. Hoffen wir mal. Das reicht jetzt. Ich sehe schon nur noch Holz. Komm. Unten, Mitte, oben. Unten, Mitte, oben. Unten, Mitte, oben. Pam, pam, pam. So. Raus. Ja, wenn ich den LKW jetzt nicht mehr nutzen kann, ich ihn mal. Bleib stehen. Ach Quatsch. Das Holz hier hin. Denn ich denke, so schnell werde ich kein eigenes Fahrzeug bekommen. Die Arbeit ist erledigt.
Die Häuser sind wie gewünscht repariert. Und du hast es rechtzeitig geschafft. Repariert, die ist Dein neu Onkel gebaut. Dein Onkel hatte recht, was dich betrifft. Hier, bitte, die Prämie. Endlich mal ein bisschen Geld. Okay. 5.200 Euro. Und wir haben ein paar Bretter übrig. Ich kann nicht mehr einsteigen. 22 Holzdielen kommen da. Reparieren wir noch irgendwas bei uns am Haus. Zaun. Scheiße, was wollen wir reparieren? Mit dem Geld kommen wir nicht weit. Komm, wir machen hier. Neue schicke Türen ran. Holzdielen. Hier eine Tür. Hier ist eine Tür. Zack. Und zack. Wie neu. Falsche Seite. Neue Haustür. So. Neue Kellertür. Und damit ist unser Holz alle. Wüsste. Moment, kann ich jetzt kochen? Jetzt gehört uns ja offiziell das Haus. Nein. Irgendwas machen? Nein. Nochmal zum Sägewerk gucken. Schwanplattenkisten in Produktion 14. Kisten in Produktion. Okay. Muss ich irgendwo auf den Knopf drücken? Ich bin zu dumm. Onkel, hättest du mir nicht mal erklären können, was ich hier machen muss? Da geht eine Treppe hoch.
öffnen. Okay, ich fall hier dauernd runter. Ist ja irgendwo ein Schalter. Läuft das vollautomatisch? Ich verstehe es nicht. Retter. Sägeumschalter. Schalte den. Aktuelle Einstellung. Stämme zur Säge. Silo für Holzspäne. Herstellung für Spanplatten. Bretterproduktion. Separaten. Funktionsfähig. Hauptgebäude. Frische Stämme werden hier entrindet, weiterverarbeitet. Silo für Rinder. Könnte verkauft oder für andere Zwecke verwendet werden. Ja, Verkauf. Muss ich die irgendwo hinbringen? Markt für Holz. Hier werden Stämme, Platten, Bretter angekauft. Rinde. Bretterkisten. Trocken. Bretterkiste feucht. Holzspäne. Okay. Rundholz. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Die Holzstämme sind scheiße, dass die hier sind. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal ins Wasser werfen kann. Dass die drüben zu Brettern gemacht werden. Wenn die Palette dann mit Brettern hier steht, kann ich die mit einem Stapler hier reinfahren. Hier werden die getrocknet. Ja. So. Aber als nächstes will ich unseren Hänger abholen. Der Trailer. Da oben. Deshalb Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.